entdeckte, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen. Und eine Krähenart zu entdecken, die Werkzeug herstellt und nutzt und das auf viel ausgefeiltere Art als Schimpansen, das schlug ein wie eine Bombe. Zuweilen kann man wirklich komplexe Handlungen beobachten, die aber instinktgesteuert sind. Wenn man so ein Verhalten in freier Wildbahn sieht, dann schreit das geradezu nach einem Experiment. Zuerst stecken wir das Fleisch da rein, legen das lange Stück in die Gitterbox, ganz nach hinten, außerhalb der Reichweite der Krähe, und legen ein kurzes Werkzeug vor die Box. Es ist eine Sache, Werkzeug zu nutzen, um an Futter zu kommen. Aber Werkzeug zu nutzen, um ein anderes Werkzeug zu erreichen, um damit an Futter zu kommen, erfordert wesentlich größere kognitive Fähigkeiten. Diese sogenannte sequentielle Werkzeugnutzung gilt als entscheidender Schritt in der menschlichen Evolution. Die technische Evolution des Menschen begann, als wir Steine nicht mehr nur nutzten, um Nahrung zu zerkleinern, sondern um damit andere Steine zu zerkleinern. Durch die Entdeckung dieser Krähenart, die die sequentielle Werkzeugnutzung beherrscht, könnten wir Rückschlüsse ziehen, über welche kognitiven Fähigkeiten unsere frühen Vorfahren möglicherweise verfügten. Doch wie intelligent sind die Geradschnabelkrähen? In einem bisher noch nie dagewesenen Experiment soll diese Krähe eine Aufgabe bewältigen, die gesteigerte kognitive Fähigkeiten erfordert. Wir wollen sehen, ob die Krähe einen 3-Stufen-Plan bewältigen kann. Also die Schnur hochziehen, um an das kurze Werkzeug zu kommen, um damit an das lange Werkzeug und an die Nahrung zu kommen. Das ist wirklich faszinierend und ich bin sehr gespannt, ob sie das schafft. Ich hoffe es, aber vielleicht ist es doch zu kompliziert, denn der zeitliche Abstand zwischen den Handlungen ist groß. Unter Umständen vergisst sie nach der ersten Handlung mit der Schnur, was ihr eigentliches Ziel war. Ich bin also wirklich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Bei dem allerersten Versuch dieses Experiments sind wir mit unseren Kameras dabei und nehmen auf, was passiert. Die Krähen haben die Aufgabe überraschend gut gelöst. Sie haben Aufgaben gelöst, die technisches Verständnis erfordern, was so gut wie kaum ein Tier auf unserem Planeten schafft. Die Gehirngröße von Raben und Krähen entspricht im Verhältnis zu ihrer Körpergröße der vieler Primaten. Man könnte sie also als gefiederte Affen bezeichnen. In Seattle sind vor 2 Wochen John Maslows Testkrähen geschlüpft und sie wachsen rasch heran. Maslow kontrolliert die Nester täglich. Ein Nest fällt ihm besonders ins Auge, weil sich darin ein Krähenjunges befindet, das sich von allen anderen Nestlingen unterscheidet. Aufgrund der auffällig weiß geränderten Flügel wird es spontan White Wing genannt.
Die fürsorglichen Eltern sind stets damit beschäftigt, den Nachwuchs zu füttern. Aber sie sind nicht die einzigen. Manche Krähenpaare haben sogenannte Helfer am Nest. Junge Männchen oder Weibchen, die bis zu 2 Jahren in ihrem Geburtsterritorium bleiben und ihren Geschwistern helfen. Bei so vielen Familienmitgliedern, die für Nahrung und Schutz sorgen, können sich die Jungvögel vollends darauf konzentrieren, zu wachsen und zu lernen. Und das führt, nach Meinung von Wissenschaftlern, zu einer forcierten Gehirnentwicklung. Krähen haben ein sehr interessantes Sozialsystem. Es ähnelt wahrscheinlich sogar mehr dem des Menschen als dem anderer Tiere. Nicht einmal bei Primaten ist das zu finden. Und im Wesentlichen ist das paarweise Zusammenleben von mehr oder weniger monogamen Männchen und Weibchen mit ihren Kindern, mit Nachkommen aus mehreren Jahren und einem Familienkreis, ihren Verwandten. Man hat sein eigenes kleines Reich und wäre ziemlich verärgert, wenn einer dort eindringen würde. Aber wie wir Menschen gehen sie hinaus und kommunizieren mit anderen. Die elementare soziale Einheit ist die Familie. Die ganze Familie wacht stundenlang in den umliegenden Bäumen über den hilflosen Nachwuchs und hält Ausschau nach Räubern, die ihm Schaden zufügen könnten. Die jungen Krähen sind jetzt 3 Wochen alt und fast so weit, ihr Nest verlassen zu können. Jetzt ist der Zeitpunkt des Experiments gekommen, wo die Tiere beringt und mit einem Telemetriesender versehen werden. Ich sehe kaum was. Maslow trägt beim ersten Teil des Aufstiegs eine Maske, um bei den Eltern die Erinnerung an das gefährliche Gesicht zu verfestigen. Aber kurz bevor er die Jungvögel erreicht, nimmt er die Maske ab. Ich will ja nicht riskieren, dass die Kleinen sie sehen. Ziemlich eng hier. Das Team ist am Boden postiert, um die Krähen einzufangen, die unter Umständen einen Fluchtversuch wagen. Dave, halt dich bereit. Du auch, Heather. Da kommt eine. Wir haben sie. Ich komm runter. Die ist so ruhig. Die beste Methode, um zu verstehen, wie sich kognitive Fähigkeiten entwickeln, ist, einen Jungvogel zu begleiten. Wie war das Klettern? Entweder werden die Bäume höher oder ich werde älter. Oder beides. Ohne einen Telemetriesender, mit dem man das einzelne Tier täglich orten und sehen kann, was es tut, verstehen kann, welche Lebenserfahrungen es sammelt, lässt sich die Entwicklung seiner kognitiven Fähigkeiten nicht wirklich verstehen. Das Team beringt 8 Vögel aus 5 verschiedenen Nestern. Da kommt sie, gut gemacht. Das ist die mit den weißen Flügeln. White Wing, willkommen in der Forschung. Wir bringen sie zurück zu ihren Familien. Diese Jungvögel werden demnächst innerhalb relativ kurzer Zeit viele neue Dinge kennenlernen. Raben und Krähen haben eine ausgeprägte Fähigkeit, sich Veränderungen auf durchaus ungewöhnliche Weise anzupassen. Tokio hat sich zur größten Stadt der Welt entwickelt. Und Mensch und Tier müssen auf immer enger werdendem Raum zusammenleben. Die Anpassung ist nicht leicht gewesen für den Menschen. Krähen und Menschen liegen in heftigem Wettstreit miteinander. Krähen verwenden alles, was man benutzen kann. Und sie sind intelligent. Durch ihre Flexibilität haben die Vögel einen Vorteil. Eine japanische Krähenart, die Dschungelkrähe, ist eine der besten Baumeister der Natur. Die erfinderischen Nesträuber sind permanent auf der Suche nach neuem Baumaterial für ihre Nester.
In Japan, wo Wäsche fast täglich gewaschen wird, ist es üblich, die Kleidung zum Trocknen auf Metallbügeln ins Freie zu hängen. Für die klugen Vögel ist das eine Gelegenheit, die viel zu verlockend ist, als dass sie sich entgehen lassen könnten. Für die Dschungelkrähe gibt es beim Nistmaterial offenbar eine ideale Stärke. Das hier zum Beispiel ist zu dünn für den Schnabel, damit können sie nicht bauen. Das hier ist zu dick. Das hier hat die ideale Stärke. Das ist in etwa so dick wie ein Drahtbügel. Dschungelkrähen bauen ihre Nester so, dass sie der Körperform des Weibchens angepasst sind. Die Krähe biegt sich die Kleiderbügel so zurecht, dass daraus quasi ein maßgeschneidertes Nest entsteht. Kleiderbügel als Nistmaterial zu benutzen, mag zwar eine clevere Anpassung an den Großstadtdschungel sein, aber wenn die Krähen ihr Nest nicht in Bäumen, sondern an anderen Stellen bauen, kann das gefährliche Konsequenzen haben. Nester aus ineinander verkeilten Kleiderbügeln haben schon Hochgeschwindigkeitszüge gestoppt und ganzen Bezirken Stromausfälle beschert. Und so haben sich die Japaner eine schlaue Lösung einfallen lassen. Die Patrouille muss zuallererst verhindern, dass es zu Stromausfällen kommt. Das ist das Wichtigste. Die Krähenpatrouille der Kyushu Electric Power Company rückt aus. Sie hat eine einzige Mission, die Nester der Hausbesetzer zu finden und zu zerstören. Ich glaube, sie führen die Menschen manchmal an der Nase herum. Wenn wir ein Nest entdecken, entfernen wir es. Aber kaum haben wir das getan, kreisen sie schon über uns. Sie warten nur darauf, ein neues zu bauen. Grundsätzlich ist es schwierig, Krähen zu überlisten und ihnen zuvorzukommen. Wenn wir uns mühsam neue Strategien gegen sie ausgedacht haben, entwickeln die Krähen sofort Gegenstrategien. Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf der Grundlage unserer Erfahrungen immer wieder etwas Neues zu ersinnen. Ich glaube, die Krähen sind etwa so intelligent wie wir. Und es entsteht eine Art Wettkampf. Wir wollen nicht mehr gegen die Krähen verlieren. Und diese Rivalität mit den klugen Vögeln nehmen wir als erbitterten Streit mit einem ebenbürtigen Gegner wahr. Nicht lange, nachdem John Marshloff und sein Team die frisch beringten Jungen zurück in ihre Nester gesetzt haben, sind diese soweit, die Nester aus eigener Kraft zu verlassen. Junge Krähen verlassen das Nest nicht, weil sie flügge sind. Sie verlassen es, weil es gefährlich wäre, darin zu bleiben. Das Leben auf dem Boden ist allerdings nur wenig ungefährlicher. Die wichtigste Lektion, die eine junge Krähe lernt, ist, wann sie sich bewegen muss und wann sie sich keinesfalls bewegen darf. Die verbalen Signale der Eltern können über Leben und Tod entscheiden. Krähen haben verschiedene Warnrufe, einen für Katzen und einen für Habichte und auch einen für Menschen.